Hallo, hätte ich dich fast vergessen. Und zwar geht's jetzt zum Fahr- und Sicherheitstraining. Dazu gehört das allererste Mal die Einweisung in diesen fantastischen Streifenwagen, denn das ist nämlich die erste Berechtigung, die man im fachpraktischen Training erwirbt, das Führen dieses Streifenwagens auf dem Gelände des LAFP. Einsteigen. Die innere und äußere Sicherheit haben wir jetzt abgeschlossen. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen dynamischer werden und dazu haben wir hier unseren fantastischen Fahr- und Sicherheitsplatz. Da können die Studierenden mal ausprobieren, wie der Streifenwagen in bestimmten Situationen denn so reagiert. Die ein oder andere Übung ist dabei, die man wahrscheinlich im Privatleben so nicht fahren wird. Dass es jetzt zum Feierabend ein bisschen regnet, tut der Laune keinen Abbruch. Beim Fahr- und Sicherheitstraining haben wir das Bremsen auf unterschiedlichen Untergründen trainiert und sind die Kreisbahnen gefahren. Das am Ende noch verbunden mit einer kleinen Challenge. Ich denke, so kann man zufrieden in den Feierabend gehen.